Kapitel 6 Nachtgebet. Emma! Gott verdammt. Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Willkommen zurück, Leute. Was machen wir denn heute? Ist Jacob wieder auf dem Weg zu den anderen vielleicht? Gefällt mir gar nicht, dass er so alleine hier rumturnt. Jetzt, die anderen fünf sind immer noch zusammen, ja? Ja? Puh, da will man echt nicht fallen. Könnte man sich gerade fragen, warum ich überhaupt hochgegangen bin. Weil es der einzige Weg hier rüber ist. Und steinige Wege. Zu steinigen Zeiten. Da läuft man glatt im Dreieck. Und er hat ja auch das Blut ins Gesicht geträufelt bekommen von dem einen Jäger. Über die Theorie, dass das soll, damit das die Tiere abschreckt, dass die Tiere einen nicht attackieren oder so. Demnach müsste er relativ safe sein. Kann er Emma finden? Die ist auch so eine Zipline runtergerast. Was ist hier? Ich bin. Beunruhigend. Verdammter Scheiß! Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was? Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Das sagt die Richtige. Hey, ich versuche uns zu retten. Ich bin ganz gut allein klargekommen. Was? Ich kann mich selbst retten, Mann. Ich werde mich nicht Hals über Kopf in dich verlieben, nur weil du den Prinzen spielst. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn du hinter allem steckst. Oh mein Gott, was? Take that!
Stecken bringt's wohl wirklich nicht. Aber was ist mit ihr? Und sie hat wohl recht. Wir wären keinen Tag länger hier gewesen. Wenn es nicht ohnehin, wenn er das Auto nicht manipuliert hätte. Ich denke, das hat die sogar damit gemeint. Warum ist da so eine Maske? Wie von Saw. Was zum Teufel? Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist... Ich will dich schmecken. Hey! Komm her. Oh, Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Alles okay? Sollte nur aufhören. Also, wir halten fest, er mutiert oder so. Ganz ehrlich. Deswegen hat der eine auch seinen Arm abgehackt bekommen. Der Jäger hat sich selbst den Finger abgeschossen. Sollen wir dem helfen? Ey, der ist verloren, aber... Der ist verloren. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Sei denn, er kriegt ein Gegenmittel oder was sowas. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Vielleicht ist er jetzt geheilt dadurch. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja.
Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Wow. Ich bin echt verwirrt. Vielleicht ist er jetzt wieder normal geworden quasi, ne? Die wussten das und haben deswegen die Leiche in den Pool geschmissen? Aber wie können die wissen, dass er auch in den Pool fällt? Naja. Ja, so besser? Ja. Vielleicht würde er ja wieder. Hey. Vielleicht wird er ja wieder. Ich hatte nämlich nicht das Gefühl, dass ich was dran hätte ändern können, dass der gebissen wurde damals. Aber naja. Und was war mit euch nochmal? Ich wollte noch irgendwas ergänzend sagen. Ja genau. Ey, die Emma hat doch schon ein Foto von dem einen Monster gemacht. Warum hat die das auch nicht dem Jacob gezeigt? Hatte ich vergessen. Wo Caleb jetzt wohl ist? Caleb ist der Bruder von der Leiche quasi, wenn ihr so wollt. Ein neues Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Ganz schön dunkel hier. Ja, ja, ja. Es war so an. Ja. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Das hier, vor nur 12 Stunden. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Huh. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Er benimmt sich gerade sehr, sehr merkwürdig. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm.
Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Ich tu's. Er ist gefährlich. Das wollte ich nicht. Sorry. Kann man so sagen. Beziehungskrise. Harte Zeit, ne? Tja, was hätte ich machen sollen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, was ich machen sollen. Nicht schießen, hätte sich dann nicht verwandelt? Hätte sich so oder so verwandelt, seid mal ehrlich. Fail. Minus 1. Death Counter. Wo sind die anderen hin? Vor allen Dingen, das Ding ist noch da drin, ne? Wo die anderen auch drin stehen. So, aber weiter im Text. Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt, und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Ah, wie schade. Naja, im First Try einen Perfect Run hinzukriegen, ist eh schwierig. Aber die ganze Zeit habe ich immer geweigert, mich zu schießen und so weiter. Und jetzt denke ich mir... Ich dachte mir, er ist ja noch nicht komplett mutiert, jetzt hätte es noch schießen können, bevor er eine Gefahr wird. Aber hat halt nicht geklappt. Hell sehen kann ich nicht. Ach, hier ist es nicht sicher. Nee, das ist es wirklich nicht. Wo ist denn die Lodge? Ich guck mal auf der Karte, wenn wir schon dabei sind. Ne? Die Karte. Wir befinden uns... Ja, wo befinden wir uns eigentlich? Da ist die Feuerstelle. Okay, haben wir eigentlich neue Hinweise? Muss ich auch mal gucken. Neue Ausrufezeichen dabei. Wir sind beim Familienfoto. Ja, ja. Und zwar, Kaylee ist tot. Sie möge einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Das heißt, den anderen werden wir auch noch zu Gesicht bekommen. Und hier haben wir etwas gefunden zu etwas, was wir nicht haben. Das ist ja irgendwie paradox. Okay, na dann gehen wir mal. Ist der Weg richtig überhaupt? Wird nicht heller, ne? Wird nicht heller. Vor allem, wir haben nicht mal Mitternacht. Wobei ist auch nicht Until Dawn. Das muss ja nicht bis zum Sonnenuntergang. Bis zum Sonnenaufgang laufen hier. Aber wir haben noch viel vor uns, das glaube ich schon. Und vor allen Dingen ein Monster mehr jetzt. Das ist auch super ärgerlich. Nick war aber auch einer der komischsten, finde ich, ne? So mit Dylan. Ja, aber Dylan ist ein bisschen möchtegern nerdy.
Den Nick konnte ich am wenigsten von allen einschätzen und vor allen Dingen nach der Geschichte gerade. Ah, kein Happy End. Dann stößt er die so Twilight-mäßig weg, Alter. Da dachte ich mir schon, die hat sich das Genick gebrochen. Was ist das? Ist das ein Henker? Ach, ein Henker sei schon. Ihr wisst, was ich meine. Ein Strick, wollte ich sagen. So. Sind scheinbar auf dem richtigen Weg, hä? Ich hier durch kann. Bleibe ich mal lieber auf dem Trampelpfad. Ist hier noch was? Nee. Ich hoffe, ich muss nicht mehr so häufig durch den Wald spazieren. Das ist nicht nur das Langweiligste am Spiel. Ja, der Atmosphäre wegen. Mögest du dich beeilen? Nicht. Was ist halt? Du ein bisschen. Du weißt, was da passiert. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Helft mir. Oh, wir leben noch, aber das ist echt nachteilig. Wir hätten ruhig bleiben sollen. Man merkt die Fehler immer sofort, nachdem wir getan haben. Ryan? Abby? Hier ist es nicht sicher. Okay, wir müssen nachdenken. Wir können es lebend hier rausschaffen, zusammen, okay? Oh, nicht alle von uns. Ach, echt jetzt? Trottel. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und?
Jetzt lasst mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du... Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Ihr dran. Da bin ich viel zu neugierig. Wäre es auch im Real Life? Don't know. Aber dadurch, was wir als Spieler wissen, wer die ist, aus dem ersten Part, öffne ich die Tür. Okay, ich öffne jetzt die Tür. Langsam, nimm die Hände hoch, okay? Okay. War die das überhaupt? Die sah so anders aus. War das nur eine Falle? Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Hast du richtig gesucht? Diese Karten sind kein Tan, das sollte dir klar sein. Sie helfen dir. Ich helfe dir. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Und wieder mache ich diesen für das nächste Kapitel. Ja. Könnte ja direkt da einen Abschluss setzen, aber die nervt mich auch ein bisschen. Der Psychologe in Until Dawn war ein bisschen besser gelöst, wie ich finde. Weil der hat immer so verschiedene Spielchen gebracht und da hat sich auch das Büro verändert und so. Verändert sich bei der irgendwas? Fällt es mir nur nicht auf. Da ist The Quarry schlechter als Until Dawn, würde ich sagen, was diese Zwischenfazite eingeht. Ne? Dass er einfach mal irgendwie ein Buch rausholt und sagt, hier, der Dichter so und so sagt immer das und das. Oder wir machen jetzt mal Spielchen, was siehst du auf diesen Bildern? Die alte ist da nicht ansatzweise so gut. Ja, und ansonsten, echt mal, ich glaube, das ist nicht Laura. Das ist eine der Jägerinnen, definitiv. Nur gibt sie sich als Laura aus, weil die weiß... Wer weiß nicht. Oder ist sie es wirklich? Das erfahren wir im nächsten Part. Also ist der Daumen oben, werde ich auch nicht loben. Ich bin gespannt. Und die Kapitel werden kürzer, habe ich das Gefühl. Naja, wenn sie sterben, dann sowieso. Bleibt dran, es spitzt sich zu. Es wird wild. Erfahren wir jetzt mehr durch sie und was machen eigentlich Emma und Jacob. Bis dann und ciao.